Den ballern wir jetzt weg. Ich halte einfach die Zeit an, hau mal ein paar Mal auf die Fresse und dann ist es. Dann war es das mit dem Endboss. Ich finde schön, dass ich einfach so viel Magie regeneriere, dass ich einfach nichts verbrauche. Nee, Moment, falscher Hut. Moment, tiefer. Dimension Shift! Dimension Shift! Dimension Shift! Dimension Shift! Dimension Shift! So, dann einmal nochmal speichern. Den Aquastrom nochmal ausrüsten. Moment. Den Stillstand ausrüsten. Moment, so. Und dann auf zum Endboss. Hoffe, der Endboss hat genug Heilung für uns. Yikes. Okay. So even Grammarie has failed me. Alfred was afraid of what you could do with the shards, but not I. Ja, andere Spieler, du bist mit dem Boss eingesperrt. Bei Jan, der Boss ist mit mir eingesperrt. Look at you. Is that what you wanted? The crystal? You betrayed us, Dominique. Oh, don't think me ungrateful. I have you and Johannes to thank for teaching me the alchemist's lore. And how to control the shards. Shards, I might add, which you gave to me of your own will. Your sacrifice has become my strength. Was wäre, wenn ich dir nie Schaben verkauft hätte? Why are you doing this? Because once again, the demons appeared. And once again, God stayed silent, while his servants were slaughtered mercilessly, one by one. So I began to wonder, what if there is no God? What if the Lord we grovel and pray before is a lie, and our faith draws power from some other nameless, unspeakable thing? If so, I wash my hands of it, because God can rot. I decided to seek a higher power, the power to slay gods. Do you realize how many people have died as a result? They deserve to die, because they were weak, and more will follow until I obtain all I desire. This whole mess wasn't enough for you? If the last summoning had been enough, I wouldn't have had to bring you here. You're after a more powerful demon. Sheeple's crystal wasn't enough to summon it, so you needed mine and... Smart girl. I like that. But your crystal was too clean, too pure. So I made sure you would obtain shards and acclimate yourself to demonic power. Then Grammarie could possess you after the battle with Jebel had worn you down. If Zangetsu hadn't betrayed me, doing the right thing isn't a betrayal. You know what? I never expected to be put in a corner like this. You leave me no choice but to play my final card. I will use my crystal and the Libelogaeth to summon Baal, the ultimate demon. Do you realize what will happen to you? Do you? You don't. So I'll tell you. There's a reason Jebel survived 10 years ago. What does he have to do with this? It was in his blood. An exorcist, like me. Our blood suppressed the crystal corruption and effectively spared his life. And now I have surpassed him. I command the crystal through Enochian script. No demon is too powerful for me to summon, even if I cannot keep it here forever. But the process is slow, because I can see the summoning isn't complete. Do you really think you can stop me before then? Is this a challenge?
Oh, yes, I do. You don't understand what power is for. You wield it stupidly, arrogantly. And now you will pay the price. Moment. Ah, Kartenzeichner. Oh, nice. Ui, nicht wegschieben. Ich finde schön, dass sie immun ist gegen den Time-Stop. Ich nehme so ein bisschen Heilung einfach. Komm ich ja wieder raus. Ich hau da einfach mal weiter drauf, ne? Ich bin wahrscheinlich wegschaut. So. Schade, der hat wirklich genug Zeit gehabt. Der hat guten Schaden gemacht, auch vor allem. Hi. Okay, da sollte ich nicht reinfliegen. Ich habe gerade noch so ein kleines Problem mit dem Treffen. Ah, da steckt Dominik drin. Ich kann aber nicht an einer Stelle einfach stehen bleiben. Das wäre das, ist das Eklige. Macht sie dafür Naruto-Zeichen? Never mind. She did. Naruto hat sie getötet. So much good, but... Also da war die erste Phase sogar schon fast schwerer. I know. Wait. The Liber Logaeth. The book that started it all. What are you going to do with it? Wie hat er sich durch das ganze Gebiet durchgeprügelt? The same thing the Master was trying to do before he died. He inscribed Enochian letters onto each of the castle's structural weaknesses. Now, I will use the book to perform a rite here at the heart of the castle. The rite will activate the Enochian script and send the castle and demons back from whence they came. So that's what Alfred was trying to accomplish. We need to begin. Stand back, Miriam. Sollten wir nicht erst hier rausgehen? Nur so eine Idee. Ich hoffe, wir waren da nicht. Okay, perfekt. Wir waren da nicht mehr drin. Ja, schön, dass ich mich noch nebenbei heile. It's over. Yes. You've made the world right again. Not without sacrifice. Jeebel. Alfred. Zongetsu. Jeebel's fate was already sealed. There was nothing you could have done. And the Master,
and Zangetsu made their own choices. They fought gladly and proudly for what they believed in. Lives like theirs deserve to be celebrated. True. And demons still remain in this world. We can grieve later, after finishing the last of them off. That reminds me. The Master took note of how I was forestalling your corruption and suggested some improvements. I think I might be able to stop the crystal from overtaking you permanently. Really? I can't make any promises, but yes, I think. Well, thank you, Johannes. You're very welcome. Come on, let's go home. All right. Und jemand hat sich das Schwert geschnappt. Jo, dann haben wir Bloodstained durchgespielt. Verdammt geiles Spiel. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also ich werde auf jeden Fall noch privat den Randomizer davon mal ausprobieren. Da bin ich echt gespannt, wie der so drauf ist. Ich sag mal, prinzipiell braucht man für das Spiel ein paar wenige Sachen wirklich Pflicht, also außer jetzt halt die ganzen Fähigkeitsscherben, um weiterzukommen. Hier und da 2, 3 Scherben von Gegnern. Und ansonsten sollte man das eigentlich echt gut auch in einem Randomizer durchhauen können. Ja, die Wasserscherbe und die Stachelrüstung. Das waren, glaube ich, so 2 Sachen, die man auf jeden Fall brauchte, die man mehr oder weniger so ein bisschen suchen muss. War da nicht noch eine Monsterscherbe eventuell? Aber das Spiel war echt gut. Also das ist Top Metroidvania auf jeden Fall. Wird in meiner Spieleliste sehr weit oben sein auf jeden Fall. Muss allgemein mal gucken, was ich dieses Jahr mache mit Game of the Year. Ich habe einfach zu viele gute Spiele gespielt dieses Jahr. Aber allgemein, erstmal zu dem Spiel. Richtig gutes Metroidvania. Das Erkunden hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Dieses Scherbensammeln war richtig gut. Das hat mich halt wieder, wie gesagt, an Castlevania Area of Sorrow erinnert, wo das mit den Seelensuchen auch ziemlich cool war. Boah, das Spiel hat sich einfach so gut gespielt. Man hat so viele coole Scherben einfach noch im Nachhinein alles bekommen, das einfach sich noch schöner gespielt hat. Das ist allein diese Jump-Scherbe, die ich jetzt am Ende hatte, und die Dash-Scherbe. Einfach so zip, 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 hin und her. Und den Schaden haben wir auch ins Unermessliche erhöht. Wahrscheinlich andere Leute spielen so mit unserem Farming-Set so vielleicht mal 200 Schaden mittlerweile, wenn überhaupt. Und ich so 400. Bam, bam, bam. Yo. Hat mir echt gut gefallen. Ich glaube, es gibt ja noch einen Zangetsu-Modus, wo man mit dem wohl ein bisschen was spielt. Und ihr meinte ja auch diesen Blutlos-Modus, also die Dame, von der wir diese Blutsammelscherbe bekommen haben, kommt ja wohl auch bald. Aber wie gesagt, das werde ich alles dann einfach privat ein bisschen spielen. Da können wir hier im Stream erstmal wieder Platz für neuen Stuff machen. Ach, und den Boss-Rush-Modus auch noch. Das ist sogar der mich am allerwenigsten interessiert. Weil ich bin jetzt nicht so der ultimative Fan von Boss-Rushes. Der Tyrannical Overlord. Okay. So kann man seinen Chef auch benennen. Darüber nachdenke. Way Forward. Ist so, als würde mir der Name dieser Firma bekannt vorkommen. Die von Chantel. Ja, wirklich. Ja, hatte ich doch auch im Kopf. Handy hängt einfach gerade ein bisschen, weil ich wollte jetzt nicht aus dem Spiel klicken, deswegen muss ich kurz auf dem Handy noch nachgucken, aber ja. Haben wir das einfach dann mitproduziert? Oder haben die es komplett produziert? Wenn die hier schon mit aufgelistet werden. Die haben mitgeholfen, okay. Coole Firma. Chantel-Spiele haben mir ja auch schon sehr gut gefallen. Die ich auch in diesem Jahr komplett alles gespielt habe.
Also wie gesagt, ich bin, glaube ich, mittlerweile in diesem Jahr schon bei über 30 verschiedenen Spielen, die ich komplett durchgespielt habe. Von teilweise sehr kurzen Spielen, so halt auch wirklich alte Gameboy-Spiele, die innerhalb von 2 Tagen durch waren, bis zu richtig langen Spielen, die auch mehrere Tage, Wochen und sowas gedauert haben, bis ich die durch hatte. Also die Souls-Game waren auch alle dieses Jahr. Also das ist... Ich habe keine Ahnung, warum ich plötzlich dieses Jahr so viel Zeit hatte für so viele verschiedene Spiele. Und das Jahr ist noch nicht vorbei, wir haben noch 2 Monate. Da kann noch mehr komischer Stuff kommen. Wie hat denn euch das Spiel und das Projekt gefallen? Ich habe jetzt hier und da schon mal ein bisschen gesehen, dass es euch auch Spaß gemacht hat. Der Bloodborne ist echt schon so lange her. Das ist mein Omega Gaming Jahr. Ja, danke dafür, Corona. Konnten nicht raus, dass ich das gemacht hätte. Und dafür muss ich den ganzen Tag zu Hause spielen und zu Hause sitzen und spielen. Echt traurig, dass ich dazu gezwungen wurde. So. Das ist übrigens das, was mir am besten gefällt, wenn ich das als lese. Wenn mir jemand sagt, das Spiel hat mir so gut gefallen, dass ich es bei dir gesehen habe, dass ich es mir vielleicht auch holen möchte. Das freut mich richtig sehr, gerade wenn es gute Spiele sind. Wenn ich andere Leute dazu bringe, auch Spiele, die mir gefallen, auch zu spielen. Schuld, dass ich Hades gekauft habe. Nee, zum einen finde ich es cool, dass andere Leute auch das machen, was mir auch gefällt. Und zum anderen kann man damit auch wieder die Spieleentwickler mit unterstützen, wenn man die Leute dazu bringt, deren Spiele zu kaufen. Ja, ich sehe schon. Ich bringe Leute dazu, Spiele zu kaufen. Nicht nur jetzt, sondern auch schon damals. Gehe ich mal von aus. Oh ja, der Zangetsu-Kampf, der zweite, ne? Als ich da mit, keine Ahnung, 30 KP noch rumstand und einfach Ultra-Instinkt aktiviert habe und einfach nicht mehr getroffen wurde die ganze Zeit. Die Leute verbringen ihre Zeit sinnvoller als mit irgendwelchen Trash-Spielen. Wobei man für Trash-Games zumindest auch mal so einen Stream machen kann, um einfach was richtig Witziges wieder zu zeigen. Aber ich will eigentlich schon echt gerne mal wieder so einen Trash... Habe ich überhaupt mal einen Trash-Stream gemacht, jetzt wo ich drüber nachdenke? Oh! Der war schon... Weißt du, so Simulatoren-Spiel... Warum hängt der da an der Decke? Okay. Zu Simulatoren-Spielen kann man echt immer ganz gut so ein bisschen Trash-Streams machen. Ich glaube, den Goat Simulator habe ich doch mal irgendwann mal gemacht. Da hat man auch komische Sachen gemacht. Übrigens, Kai hat Svenja einfach zu Halloween gesagt. Ah ja. Falls ihr richtig gute Trash-Games habt, wo man vielleicht mal so eine Stunde in einem Stream mal dran sitzen kann und einfach nur sich über die... Ich weiß nicht, über den Bullshit dieses Spiels drüber lustig machen kann. Haut's mal in Discord in Ideen. Jetzt haben wir ja aktuell wieder ein bisschen Platz. Im Idealfall ist auch das Spiel nicht allzu teuer. Dass man da einfach mal in dieses Spiel für eine Stunde mal reinguckt und sich einfach nur wegschmeißt. Ja, das war schon ein bisschen random Text. Also falls ihr da irgendwas richtig Gutes kennt, ab in Ideen. Wenn wir da vielleicht ein bisschen was zusammenkriegen, so vielleicht 3-4 Spiele, kann man da echt nochmal einen Stream einfach rausmachen irgendwann. No comment. Katie and Jack Vaughan, I have immortalized you in the credits of this game. Daddy loves you. Ninja Biscuits now. Ninja Biscuits bursting through the ground.
Ich glaube schon fast, das sind noch mal ein paar Bäcker-Belohnungen. Wenn man da wahrscheinlich genug Geld gibt, dass man in den Credits mal einen Spruch raushauen kann. To my mother Miriam, that I felt this game was dedicated to her dealing with Scleroderma? I love you. Love Bloodstain forever. All my love to little Tali. We shall become as gods. Geil! The soul that shackled inside of my soul is requesting permission to regain control. Die Leute, die einfach irgendwelche random Sprüche noch mit in die Credits packen. No comment schon, fast der Beste, ja. Hat man noch was Witziges nebenbei, während hier die Credits noch durchlaufen. Und den Hasselpoof. Was? Da, oben in den Credits. Hasselpoof. In honor of an awesome grandma and vampire killer, Bonnie L. Revak. Was? Okay. Die Bonnie war anscheinend eine Vampirjägerin. Und Sprüche, die hier kommen, sind nicht immer die gleichen. Okay. Der Bow-Draufgänger. Joa. Wir sind aber auch nicht Alphabet, wir sind einfach nur wahrscheinlich, wie die irgendwie da gebackt haben. Dr. Neku. It was quite an experience to be a backer of this game. Now, what's next? Das ist sowieso meine Sache. Sobald man ein Spiel durch hat, direkt den Blick aufs nächste Spiel. Manche verharren noch so ein bisschen, so ein, zwei Tage und lassen, keine Ahnung, die Essenz des Spiels in sich nochmal einfließen und denken nochmal schön drüber nach. So wie Svenja. Das habe ich mal persönlich eine Woche gekostet, okay? Ja, so nichts dagegen zu sagen. Und manche schließen innerhalb, sobald das Spiel aus ist, mit dem Spiel ab, denken sich, jo, war geil. Oder war sehr geil. Oder war verdammt geil. Und richten ihren Blick dann, ja, zum nächsten Spiel. Twitch / Belaul. Direkt mal Eigenwerbung machen hier drin in den Credits. Life is but a fleeting dream. Enjoy it while you can. My pet puppy left me in 2015. Oh no! And came back to life again in this game. Ah, stimmt, die können ja ihre... Ein paar haben ja ihre Haustiere anscheinend hier drin auch verewigt. Das ist auch geil. Vor allem, wenn das auch dann genau so aussieht, dann wie das eigene Haustier, was man hatte. Wieso steht da manchmal auch nur ein Fragezeichen? Das hatte ich auch schon oben ein paar Mal gesehen. Aber einer nur mit drei Fragezeichen. Okay. Wir sind immer noch nicht durch. Es ist krass, wie einfach die Liste von den Bäckern größer ist als, ja, der Rest der Credits. Da sieht man aber, wie viele Leute da einfach rein in das Spiel investiert haben. Ich habe Hamilton gefunden. Der hat auch hier das Spiel unterstützt. Gut, vielleicht fehlten irgendwelche Sonderzeichen. Na gut. Und Free Kekistan. Okay. Ja, es ist, wie gesagt, schon krass, wie viele das Spiel unterstützen. Auch eine Sache. Falls ihr auch richtig coole Spiele Kickstarter-mäßig oder sowas kennt, haut die auch doch gerne mal in Ideen rein. Auch nicht, falls ihr nicht jetzt oder falls ihr irgendwann mal irgendwelche coolen Spiele seht, wo ihr denkt, da wäre das zur Unterstützung sicher cool und dass man das irgendwann mal spielen kann im Stream. Auch gerne in Ideen. Da kann man vielleicht auch mal irgendwas Cooles sehen. Und vielleicht sehen wir uns ja auch irgendwann da in den Credits mal drin. Oh, wir sind noch nicht fertig. Ori habe ich den ersten Teil bisher mal gespielt, den zweiten noch nicht. Aber wer weiß, vielleicht ja irgendwann im Stream. Warum? Guckst du dir die Nase eines Eisbären an, von innen?
Thank you for playing. Guck mal, jetzt hast du den Chat verstört. Das ist mein Eisbär-Moro. Tulimak. So. We did it. Bloodstained. Ist durch. Oh, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Stand. Konfiguration. Okay. War das schon vorher da? Ah, nee, die Credits sind neu. Und der Soundmodus? Okay, im Extra-Modus. Ja, da ist der Randomizer. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir Bloodstained durch.